Bei meinem ersten Livestream in der Folge Sonntags OS Nummer 36 habe ich ja zwei Stunden lang ein Arch Linux installiert zusammen mit euch. Ihr wart dabei. Einfach noch mal oben rechts auf dem i klicken und dann kommst du direkt noch mal zu dem Livestream zu der Aufzeichnung. Nun diese Installation so eine Arch Installation dauert ganz schön lang. Man muss eine ganze Menge machen auch und einstellen und einrichten und konfigurieren und da ist das gar nicht mal so einfach mal schnell ein Arch Linux aufzusetzen und äh, ja, da habe ich eine kleine Abhilfe heute und deswegen hier ein kleines Video für zwischendurch mal etwas schönes so dass jeder von euch jetzt hier Arch Linux einfach mal auf die Schnelle installieren kann. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich bin so ein Typ im Internet und ja, das war ja ein sehr sehr interessanter Livestream, hat mir auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß gemacht. Allerdings so eine Arch Installation ja die kann man nicht einfach mal so ganz fix nebenbei machen zumindest nicht wenn man alles händisch in das terminal eintragen muss und ja da äh, kommen dann sogenannte installer ins spiel deswegen sind die meisten linux-distributionen eben mit einer grafischen live-oberfläche und dann mit dem ja entsprechenden installer meistens calamaris oder ubiquity und so weiter und so fort man braucht nur noch ähm, bisschen klicken, dann vielleicht noch seinen Benutzernamen eingeben und dann macht ja dieses Betriebssystem oder dieser Installer dann alles von alleine. Ja und alle Befehle, die ich in der Installation benutzt habe, die habe ich einfach mal zusammengefasst in so einem ja so einem automatisierten Skript und das möchte ich euch hier heute mal zeigen. Link in der Videobeschreibung führt euch auf diese Seite hier, das ist GitLab, gitlab.com, slash so ein Typ im Internet. Und da gibt es hier ein Repository, ein öffentliches Repository, das nennt sich ArchBasic Install Public. Hier einmal drauf geklickt. Und dann kommst du hier quasi direkt in das Repository rein und dort findest du dann eine Reihe von Skripten, fertigen Skripten. Ich muss gleich mal zugeben, die habe ich nicht alle äh, alleine geschrieben, die habe ich selber geforkt. Aus dem Repository von EF Linux, also von Ermano Ferrari. Und zwar gibt es hier einmal das Basembr.sh und einmal das Base UEFI.sh. Das äh, wählt man dann einfach aus, je nachdem welches System man denn hat. Wir probieren gleich beide aus. Allerdings gibt es eine kleine Vorbereitung, die auf jeden Fall zu tätigen ist. Und die habe ich hier direkt in diese README-Datei mal reingeschrieben. Einfach alles durchführen, Schritt für Schritt. Also falls erforderlich Tastaturbelegung, äh, da habe ich hier nochmal äh, gemacht, weil das ist nicht immer sehr eindeutig gleich, wenn man äh, Arch Linux startet, dann hat man immer die englische Tastatur automatisch drin. So, dann die Server aktualisieren, dann die Festplatten partitionieren, formatieren und einhängen. Dann muss noch äh, händisch äh, Packstrap durchgeführt werden und da genügen im Prinzip hier diese äh, paar Sachen, diese vier, fünf Sachen. Ja, einfach hier kann man ja dann kopieren. Dann noch die FSTab-Datei, dann mit Arch chroot in das Mount-Verzeichnis entsprechend reinrouten Und dann geht es im Prinzip los mit der Basisinstallation. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Arch Linux äh, BIOS. Ja, und schon ist man in der Konsole und kann quasi loslegen. Ich werde jetzt ein Root-Passwort vergeben und äh, die IP-Adresse raussuchen und das Ganze nachher über äh, mein Terminal per SSH machen, damit ich gleich die Befehle hin und her kopieren kann. Und schon bin ich hier an meinem Terminal. So, jetzt bin ich einmal drin, einmal aufräumen und so bin ich jetzt in der iso drin. Gut, dann äh, Load Keys brauche ich jetzt natürlich nicht machen, weil jetzt bin ich in meinem eigenen Terminal. Äh, auf jeden Fall äh, Pacman SY einmal durchführen. Jetzt kann man hier draufklicken. Hier es gibt es so ein Copy-to-Clipboard und dann mit Steuerung Umschalt V kann man einfügen. Und Enter drücken, dann werden jetzt die Repositories nochmal synchronisiert. So, jetzt steht hier Partitioniere Festplatte, Formatieren, Einhängen. Ich habe das jetzt hier nicht Schritt für Schritt nochmal beschrieben, wie es gemacht wird. Da schaust du dir am besten nochmal das Video an zur äh, Arch Live Installation. Dort habe ich dann Schritt für Schritt die Festplatten partitioniert und formatiert. Bei MBR, also wir haben jetzt Legacy BIOS, da brauchst du keine separate Boot-Partition. LSBLK, schauen wir uns an, das ist die VDA, ist meine Festplatte. Und mit cfdisk-dev-vda werde ich jetzt hier eine DOS-Partition, ein DOS-Label machen. Ganz wichtig, nicht GPT, sondern DOS bei Legacy BIOS. So, dann habe ich hier äh, im Prinzip den freien Speicherplatz. Ich werde keine Swap-Partition jetzt einrichten. Ich werde jetzt wirklich nur eine einzige Partition erstellen. So, ich gehe auf New, Enter, dann Partition Size, ganz unten siehst du das, äh, 20 GB, das passt. Enter ist eine Primary und äh, Partitionstyp ist Linux, auch das kann so bleiben. Und jetzt mache ich lediglich noch ein Boot. Bootable Flag hier oben bei Boot macht, kommt jetzt gleich ein Sternchen, Zack und schon ist hier das kleine Sternchen. Jetzt haben wir diese Partition als ja bootfähige Partition gemacht. Gut, das Ganze noch schreiben auf Write, dann are you sure einmal Yes eintippen, Yes und damit ist das Ganze auch erledigt und ich kann auf Quit das Ganze wieder verlassen. So, mit LSBLK kann ich dann nochmal schauen und hier haben wir jetzt die eine Partition VDA1. Gut, jetzt muss das Ganze noch ähm, formatiert werden und zwar nehme ich EXT4, der Einfachheit halber, mit mkfs.ext4 und dann slash dev slash VDA1. So, dann ist das Ganze einmal durch. Und jetzt muss die VDA1 noch eingehängt werden in das Mount-Verzeichnis mit mount slash dev slash VDA1 und dann slash mnt. So, dann haben wir das Ganze jetzt einmal eingehängt. Wir können ja mal ganz fix einen Blick reinwerfen in slash mnt. So sieht das Ganze aus. Es gibt diesen Lost and Found-Ordner. Das ist irgendwie so ein Recovery-Ordner. Das hängt mit dem ext4 zusammen. Jetzt machen wir das Packstrap noch so da einmal copy und dann mache ich Steuerung Umschalt V so und hier aufpassen ganz zum Schluss da ist einmal in Klammern AMD U Code oder Intel U Code hier äh, habe ich jetzt beide äh, mal reingelegt und hier löscht du einfach das raus was du äh, eben nicht brauchst ich habe einen AMD Prozessor also nehme ich AMD U Code und wenn du einen Intel Prozessor hast nimmst du Intel U Code so dann machen wir das mal so, Packstrap ist jetzt durch. Das heißt, das System äh, ist jetzt quasi, das Grundsystem ist schon mal installiert. Mit Steuerung L mache ich hier wieder sauber und mit LS kann ich nochmal in MNT reinschauen und da sehe ich jetzt hier die Ordnerstruktur. Das heißt, das ja, nackige Grundsystem ist quasi drauf. Jetzt muss die äh, FSTab-Datei noch erstellt werden. Einfach hier draufklicken und. Steuerung umschalt V und dann kann das Ganze einfach Enter und dann ist das auch erstellt. Und jetzt routen wir uns einfach rein in einfach hier kopieren. Arch ch root slash mnt und dann sind wir jetzt drin. Jetzt ist das Rot hier auch weg. Äh, nicht weg, äh, nicht mehr rot, sondern weiß. Ja, und eine eckige Klammer. Das bedeutet, ich bin jetzt im Installationsverzeichnis drin. So und jetzt wird es nämlich spannend. Denn jetzt äh, holen wir uns das Git-Repository hier einfach runter mit Git-Clone. Mehr ist es nicht. Einfach Enter drücken. Dann wird das Repository heruntergeladen. Ist auch gar nicht so groß. Mit Ls kann ich dann schauen. Da ganz hier oben ist es Arch Basic. Da ist dann dieser Ordner. Und da gehen wir jetzt auch rein. CD. Arch Basic und mit ls -la kann ich jetzt hier auch die ganzen Dateien sehen. Das sind im Prinzip dieselben Dateien jetzt, die diese hier oben sind, so wie sie da oben sind und hier. Sind sie jetzt so? Jetzt steht hier einfach chmod base uefi sh oder base-mbr.sh einfach ausführen und dann ausführen. Das bitte nicht machen, nicht einfach so irgendwelche Skripte ausführen, ohne die vorher mal gelesen und geprüft zu haben. So hier bei dieser MBR-Installation brauchen wir die base mbr sh und die werden wir uns als erstes mal anschauen. Das kannst du mit Wim oder Nano, je nachdem, was du installiert äh, hattest. Ich hatte jetzt bei, äh, bei dem Packstrap habe ich jetzt hier Wim mit drin. Da kannst du auch Nano nehmen, dann kannst du es auch mit Nano angucken. Ich nehme halt immer gerne Wim und dann base Basembr.sh äh, und diese Datei schauen wir uns mal an. Und da wechseln wir jetzt in ein größeres Fenster sodass wir hier mal ein bisschen mehr sehen. So, so sieht die ähm, Datei aus und äh, hier gibt es eine Kleinigkeit noch so vorzubereiten. Ja, hier steht auch noch mal erst die Variablen anpassen und ansonsten, wenn du Fragen hast, einfach in den Matrix Space kommen. Hier ist auch noch mal der Link drin, äh, damit du direkt in den Matrix Space reinkommst. So, hier haben wir einmal das Boot. Den Boot Drive. Hier musst du dann äh, ja das VDA entsprechend ersetzen durch äh, den Festplattennamen. Den weißt du ja, weil du die ja selber schon partitioniert und formatiert hast. Je nachdem, wie sie heißt: VDA, SDA, HDA oder auch hier NVME0N1. So kann die auch heißen wenn du eine NVMe SSD äh, drinne hast, wichtig ist nicht die Partitionen benennen, das steht hier auch noch mal, also nicht VDA2, VDA3 oder so ähnlich, sondern lediglich den das Drive selber, also die Festplatte selber so benennen, in dem Falle hier VDA, das stimmt. So, dann kannst du hier ein Passwort festlegen. Ich nehme jetzt hier aber nicht das Passwort, was hier drin ist, sondern ich nehme jetzt einfach mal root als Passwort. So, dann haben wir, also da kannst du halt dein Root-Passwort dann eintragen. Dann kannst du hier schon den Benutzer anlegen, Denn Benutzernamen, wenn du den Benutzer-Account nachher anlegst. Bei mir ist das jetzt hier Typ, das ersetzt du dann durch deinen Benutzernamen und für diesen Benutzer äh, gibt es natürlich dann auch noch ein Passwort. Und da nehme ich jetzt einfach das Passwort Typ. So, und hier kannst du den Hostnamen auch nochmal angeben. Ich belasse das jetzt hier bei Archbox. Wobei ich nehme mal äh, Arch äh, MBR. Damit äh, wir das nachher ein bisschen unterscheiden können. Und dann geht im Prinzip das Installationskript los. Ich scroll mal ein kleines bisschen runter. So, was äh, finden wir jetzt hier? Hier oben wird einfach die Zeitzone ausgewählt. Wenn du jetzt aus der Schweiz kommst, dann gibst du hier einfach äh, Zürich ein oder eben Wien, wenn du aus Österreich kommst. Ja, kannst du dann deine Zeitzone eintragen. Hier sind dann die Locales. Da musst du dann genau wissen, welche Locales du bist. Für Deutschland ist das auf jeden Fall de-de. /de. Ja, für Österreich ist ist dann de Unterstrich und dann groß AT und wenn du in der Schweiz bist und du auch das äh, das die das den deutschen zeichen äh, den ja den deutschsprachigen Zeichensatz für in der Schweiz haben möchtest dann nimmst du de Unterstrich und dann mit Großbuchstaben CH gut dann äh, ja geht das hier im Prinzip automatisch weiter hier wird das Ganze dann auch noch mal entsprechend mit den locals angegeben wie gesagt, gegebenenfalls hier nochmal anpassen, wenn du aus, Öst aus Österreich oder der Schweiz kommst. So, hier haben wir KeyMap. Die äh, KeyMap ist dann äh, hier DE-Latin 1. Das ist für die, äh, für die TTY nachher, also für die Textkonsole. Äh, nicht für das Betriebssystem, nicht für, das, für die Desktop-Umgebung, wenn du sie installierst, sondern wirklich nur für die Konsole. Äh, für Deutschland und Österreich ist das de latin 1. Für die Schweiz wäre das dann zusätzlich, machst du dann einfach unterstrich C ch glaube ich, ne? Bindestrich-Latin 1. So wäre das dann mit der deutschen, mit der Deutsch-Schweizer Tastatur, weil äh, da ein paar Tasten noch anders sind. Gut, dann äh, kann der Rest hier im Prinzip alles so bleiben. Hier braucht nichts weiter geändert werden. Hier bei der Installation selber steht... Ähm, Du kannst Xorg zu den Installationspaketen hinzufügen, ähm, ist aber tatsächlich nicht notwendig, weil Xorg nachher je nachdem äh, bei den anderen Skripten, je nach, bei der Desktop-Umgebung mit dabei ist. Denn zum Beispiel bei Gnome ist kein Xorg mit dabei, weil Gnome über oder bei Gnome mit Wayland kommt. So, das TLP-Paket kannst du hier entfernen, das befindet sich hier. Äh, TLP ist äh, so ein Energieverwaltungsprogramm für Notebooks. Wenn du das Ganze in eine virtuelle Maschine installierst oder in einer, auf einem Desktop-PC direkt, dann brauchst du TLP nicht. Dann genügt im Prinzip, wenn du das rausnimmst. So, ich werde jetzt hier mal rübergehend und TLP rauslöschen. Ich werde auch hier Word Manager rauslöschen, weil Word Manager und QMU und so weiter. das brauchst du nicht. Wenn du in einer virtuellen Maschine installierst, jetzt dann, dann ist das völlig unnütz, weil äh, ja eine virtuelle Maschine in einer virtuellen Maschine ja nicht funktioniert. Ja, Wie gesagt, hier kannst du dann noch mal ein paar Pakete. Anpassen. Wie gesagt, der Desktop wird nachher später installiert. Das sind jetzt nur die Grundpakete für das Grundsystem. Ja? Deswegen braucht jetzt hier noch gar nicht all so viel. Ich habe hier zum Beispiel Flatpak schon mit drin. Hier Flatpak. OS Prober ist auf jeden Fall hier schon mit dabei und äh, hier hast du auch äh, dann je nachdem ob du eine Nvidia Grafikkarte oder eine AMD Grafikkarte hast, kannst du dann hier entsprechend dann den die Raute einfach rausmachen, so dass du das ganze dann die Treiber installieren kannst. So, hier wird dann äh, Grub installiert und äh, eingerichtet und hier werden dann die Dienste gestartet. Hier dann bei TLP einfach äh, raus äh, eine Raute reinmachen, damit dieser Dienst nicht gestartet wird, wenn du ihn gar nicht installiert hast. Das ist dann ganz wichtig und hier unten braucht im Prinzip nichts weiter zu äh, gemacht zu werden. Dann können wir das Ganze jetzt mit äh, Doppelpunkt und X abspeichern. Jetzt kommt hier im Prinzip chmod plus X das Ganze einmal kopieren, Steuerung V einfügen, aber noch nicht Enter drücken. Wir müssen das Ganze jetzt hier noch bearbeiten. Einfach die Klammer hier weg. Und das ist ja die Base MBR, die ich hier habe. Und einmal Enter. Und dann, wenn ich das jetzt angepasst habe und wie gesagt, das ist wirklich super, super. Einfach es ist es viel einfacher, einfach dieses fertige Skript nochmal durchzugehen, nochmal zu schauen, anstatt äh, das Ganze händisch äh, nach dem Arch-Wiki zu machen. Besonders dann, wenn Englisch jetzt nicht so sonderlich gut ist oder du Schwierigkeiten hast, das alles auch immer gut zu verstehen. Da macht sich das Ganze dann so viel besser. So, dann einfach mit. Ähm ich werde ich werd mal aus dem Ordner hier rausgehen, einfach CD-Schrägstrich. Und dann geh, starte ich im Prinzip dieses Skript jetzt hier vom Root-Verzeichnis. Das heißt, ich mache Doppelpunkt, Schrägstrich und dann ArchBasic und dann ähm, Base MBR.sh. Dann einmal Enter und dann heißt es äh, zurücklehnen quasi. So, hier machen wir äh, dann alle. Einmal Enter drücken. So, hier äh, ist, musst du dann äh, schauen, was du als Desktop nachher installiert haben möchtest. Ja, weil entweder äh, möchtest du GNOME installieren oder eine andere GTK-Anwendung, wie zum Beispiel den Cinnamon Desktop oder XFCE oder möchtest du KDE haben oder GNOME on Wayland, eine Wayland-Anwendung oder zum Beispiel einen Fenstermanager wie Sway. Ja, dann bitte einmal hier. Ich mache jetzt einfach mal die 3 für KDE Plasma. So, IP-Tables und so weiter sind im Konflikt. Da bitte einmal auf Ja und dann einmal Enter. Und ja, dann heißt es jetzt einfach abwarten, bis der ganze Spaß äh, installiert ist. So, und wenn er dann mit der Installation fertig ist, dann leuchtet in Grün auf. Fertig, tippe Exit umount minus a und dann reboot und das machen wir jetzt einfach mal exit umount minus a und dann einfach reboot so dann können wir jetzt hier einfach mal rüber gehen und hier siehst du auch schon ist äh, grub auch schon installiert ich werde hier noch mal vollbild machen dann sieht man das auch und dann gehe ich ja einfach auf enter und schon bin ich in meiner neuen Installation und kann mich jetzt hier einloggen mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort ne, als Typ. Und jetzt bin ich auch eingeloggt. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass ich die Desktop-Umgebung installiere oder dass ich eine Desktop-Umgebung installiere. Ich befinde mich derzeit in meinem Home-Verzeichnis und ich möchte jetzt den... Arch Basic Ordner, der sich noch im Root Verzeichnis oben befindet, den möchte ich jetzt hier quasi herkopieren in mein Home Verzeichnis. Dadurch werde ich dann auch quasi automatisch Owner. Also machen wir das Ganze mit äh, copy-r slash Arch Basic und einfach Punkt, also hierher. Und dann, wenn ich jetzt ls äh, mache, dann sehe ich hier ganz Oben vorne gleich Arch Basic. So, da gehe ich jetzt einfach mal rein nochmal cd Arch Basic und wir hatten ja KDE Plasma ausgewählt und deswegen nehme ich jetzt einfach KDE.sh als Beispiel. Dann können wir uns die einfach mal anschauen mit vim und dann ja KDE.sh. So sieht das Ganze dann aus. Das ist dann die KDE Plasma Desktop Installation. Auch hier haben wir wieder die Variablen. Hier einmal äh, Germany steht hier einmal. Das ist nachher für Reflektor, damit die schnellsten Spiegelserver ausgewählt werden. Und hier kann ich mir noch einen AUR-Helper für das Arch-User-Repository aussuchen. Gut, ja, hier habe ich dann äh, ein paar Sachen. Hier wird dann nochmal Hardware-Clock und System-Clock synchronisiert. Reflektor wird hier aktiviert. Dann äh, wird hier der... Äh, ja, Helper heruntergeladen und entpackt und äh, entsprechend kompiliert. So, hier sind dann noch ein paar optionale Sachen gerade für System 76 Notebooks. Gut, und du kannst aber im Prinzip äh, installieren, was du möchtest. So, dann äh, ist hier äh, Pacman mit äh, Xorg, SDDM, Plasma, KDE Plasma, Firefox habe ich, OBS Studio habe ich jetzt hier mit drin. Ich werde das jetzt hier für äh, die Demonstrationszwecken mal rausnehmen. Screen Recorder brauche ich jetzt auch nicht und OBS. So, ja, Papyrus Theme, Calden Live ist auch mit drin. Das Brauche ich jetzt aber auch nicht Kdenlive. Live, das mache ich auch raus, weil das wird sonst ein bisschen zu voll. So und dann äh, Flatpak ist ja, hatten wir ja gleich zur Basisinstallation mit dabei gehabt, w wird dann jetzt hier äh, Spotify installiert und auch nochmal KDN Live. Ah ja, da sehe ich, hatte ich Kdenlive Live doppelt drin, ist aber halb so wild. Ich mache das Ganze jetzt hier raus. Ja, dann wird äh, System äh, SDDM standardgemäß aktiviert und dann wird das System einfach neu gestartet. So und mehr ist es im Prinzip nicht. Du brauchst hier im Prinzip das hier nur nochmal angucken, ob das alles so seine Richtigkeit hat, ob du die Tools installiert haben möchtest, ob du vielleicht einen Brave Browser anstelle Firefox installiert haben möchtest oder, oder, oder. Ja, und dann im Prinzip heißt es, äh, muss dann auch hier wieder mit chmod, ich werde mal kurz den Bildschirm aufräumen, zack, so mit äh, chmod plus x und dann kde.sh einfach die Datei ausführbar machen und dann gehe ich hier einfach wieder raus und mache, Slash Archbasic -kde .sh. Dann das Passwort rein und dann geht es im Prinzip los. Nicht wundern, äh, Deutschland hat sehr, sehr viele Spiegelserver, die jetzt erstmal durchgemessen werden müssen mit äh, Reflektor. Da äh, bitte geduldig sein, das kann jetzt ein, zwei Minuten dauern. Bei Österreich und Schweiz geht es in der Regel ein bisschen schneller, die haben nicht allzu viele Spiegelserver und wenn irgendwelche Fehler kommen, die einfach ignorieren. So, und damit ist die Installation quasi durch und er startet jetzt automatisch den Rechner neu und dann hier wieder im Grub und das sieht super aus, dann schon sind wir hier im SDDM Login Plasma X11 einmal einloggen. Und wenn KDE Plasma das erste Mal gestartet wird, dann dauert das immer mit dem BootScreen noch ein kleines ein klein bisschen. Und fertig. Und schon haben wir ein ja, sensationelles KDE Plasma, wirklich Vanilla auch. Äh, komplett auf Deutsch. Das hat wunderbar funktioniert. Äh, das Einzige, was nachher noch sein kann, ist die Tastatur. Könnte sich wieder auf Englisch umgestellt haben. Das funktioniert leider nicht immer automatisch mit. So, wir machen mal ganz fix hier noch. Den Bildschirm einmal beibehalten. Ja, und das ist im Prinzip ein totales Vanilla, so wie man so schön sagt. Ja, hier haben wir Arch Linux, komplett KDE Plasma, die neueste Version 5.24. Wir können da jetzt noch mal schnell in den Ordner reingehen. Hier haben wir Arch Basic. Das ist im Prinzip das, äh, ja. Menü im Prinzip oder das Repository und äh, ja, das UEFI, das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz nochmal an. Das öffnen wir hier mit Kate. Ich hoffe, dass man das gut sieht. Ich mach mal Breeze dunkel. Ja, dann ist es ein bisschen angenehmer für die Augen. So, bisschen größer und äh, ja, das ist jetzt im Prinzip die UEFI-Version. Ist quasi dasselbe. Hier einmal ja, Passwort eintippen. Äh, dann hier ist der kleine Unterschied bei äh, EFI Directory. Hier musst du dann äh, das Bootverzeichnis entsprechend äh, angeben. Gut, ja, dann hier wieder das Skript wie gehabt. Es ist quasi alles dasselbe. Ja, hier wird dann äh, Grub und der EFI Boot Manager auch wieder installiert. Dann wird hier dann äh, Grub eben entsprechend installiert. Und aktiviert dasselbe hier mit TLP. Und das ist dann im Prinzip die Base UEFI-Installation. Gut, dann äh, gibt es dann die diversen Desktops, die du installieren kannst. Da wäre hier zum einen der Cinnamon-Desktop. Ja, auch hier haben wir wieder Land- und äh, AOR-Helper, den du auswählen kannst. Und hier hast du dann entsprechend XORG, wird dann installiert, LightDM. Im Prinzip wird alles schon vor ausgewählt, vorinstalliert der Cinnamon Desktop und ein paar äh, Sachen wie Metacity, die Gnome Shell wird, inst Gnome Shell wird installiert, X-Reader, Xet wird mit installiert und auch wieder Flatpacks. Ja, das wäre dann, das kannst du aber dann auch noch ergänzen durch weitere Anwendungen, die du vielleicht schon haben, gleich mit installiert haben möchtest. Ja, dann äh, habe ich auch ein paar Fenstermanager noch mit dabei, wie zum Beispiel DWM, den Dynamic Window Manager. Hier ist eine kleine Besonderheit: hier musst du äh, da die, bei dem Fenstermanager. Die Ausgabe über oder die, die grafische Ausgabe über X-Render gelöst wird oder ge, gehandelt wird, musst du hier entsprechend angeben, wie dein Monitor heißt. Das, deine Monitorbezeichnung, das kannst du mit X-Render einfach rausfinden. Also im Prinzip, wenn du, muss ich mal schnell schauen, ob das jetzt hier funktioniert. Haben Terminal? Hier ist die Konsole. Größer, äh, X-Render. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier mit installiert ist. Ja, ist. Sehr gut. So, äh, und zwar auch in der Live-ISO nachher gibst du einfach X-Render ein, drückst Enter und dann wird hier dein Display-Name angezeigt. Ja, also wird hier in dem Falle virtuell 1, Connected, Primary und dann die maximale Auflösung. Ja. Und äh, das kann bei einem äh, Notebook anders heißen. Das kann auch, wenn du einen Desktop-PC hast, dann kann das zum Beispiel auch HDMI-0-1 heißen oder DVI oder DPI, je nachdem. Das musst du halt gucken, gibst du X-Render ein und dann guckst du, wie das Ding heißt. Und das Ganze gibst du dann hier einfach ein und die Maximalauflösung deines Bildschirms. Die gibst du dann. Hier eine, ne? das findest du dann auch bei X-Render. Ja, hier kannst du dann äh, auswählen, äh, ob du überhaupt einen AOR-Helper haben möchtest. DWM kommt hier äh, mit einem... Äh, mit LY nennt sich das, also ly. Das ist ein Terminal basierter Display Manager. So, ich bin jetzt hier auf der GitHub-Seite von äh, Ferry Glade, der das Ganze geschrieben hat. Ja, LY äh, Terminal User Interface Display Manager und so würde das Ganze dann aussehen. Ja, wenn du den Rechner eingeschaltet hast, wird im Prinzip das Terminal so angezeigt. Dann kannst du hier deinen Fenstermanager auswählen. Hier dein Benutzername und Passwort rein. Ist also auch ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Ja, dann wird hier noch Suckless äh, installiert. D menu DWM, DWM, Status, ST und Slug, und dann wird das Ganze hier noch entsprechend als Desktop eingerichtet alles automatisch und zum Schluss kannst du dann einfach neu starten und dann ist das installiert. So Gnome hatten wir ja in der Live, habe ich ja in, der, in dem Livestream installiert. Hier brauchst du im Prinzip nur noch mal dein Land eintragen für Reflektor und ansonsten kannst du das im Prinzip alles so durchlaufen lassen. Hier hast du auch noch mal deine Flatpacks zum installieren Spotify oder Kaden Live. KDE hatten wir gerade gehabt und XFCE habe ich hier noch drin xfce 4 kannst du ebenfalls mit installieren auch hier brauchst du nur noch mal dein land und den aor helper eingeben und äh, ja dann wird hier im prinzip lightdm installiert als display manager und dann xfce 4 wirklich ganz einfach und nackig und wirklich ohne großartigen äh, schnickschnack ja firefox und screen -Recorder ist gleich mit dabei vlc players mit dabei und die, äh, die arch linux wallpaper habe ich immer mit drin OBS ist auch noch mit drin. Und äh, zu guter Letzt gibt es noch einen Ordner BSPWM. BSPWM ist ja der Window Manager, also der Fenstermanager, den ich auch benutze. Da empfehle ich dir auf jeden Fall auch erstmal bevor du das installierst, dich da ein bisschen zu belesen, einfach in das Original Git Repository von BSPWM mal reinzugehen mit dem Entwickler da mal über die Schulter zu schauen, denn dort ist auch genau beschrieben, wie BSPWM funktioniert, wie du das einrichtest, weil es gibt dann noch den äh, sexy Hotkey-Demon, wo du dann die ganzen Hotkeys entsprechend, also die Tastaturkürzel äh, entsprechend, ja, erst konfigurieren musst. Das musst du alles vorher machen, bevor du neu start, bevor du das System erstmalig neu startest. Weil, wenn du das nicht machst, dann äh, kriegst du das BSPWM einfach nicht bedient, wenn du es einmal neu gestartet hast. Ja. Dann musst du hier auch die Displays und so weiter alles äh, einrichten äh, ordentlich. Ja, hier, hier ist zum Beispiel so Display Port. Ne? Hier gibst du dann deinen Display-Namen ein, den du hast, und deine maximale Auflösung. Und dann, wenn du mehrere Displays hast, dann kannst du halt das Ganze so aufteilen wie hier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder wenn du nur einen Monitor hast, dann kannst du auch 1 bis 10 hier einfach die Workspaces hintereinander wegmachen. Wie gesagt, auch da in, am besten zu dem Entwickler in das Repository mal äh, rein auf äh, GitHub oder ja, ich glaube GitHub ist das äh, und da mal ein bisschen belesen, wie man das Ganze einrichtet und konfiguriert. So, mit dabei ist dann auch Polybar und Polybar kommt hier mit äh, einer ganzen Menge von vorgefertigten äh, ja, Designs. Ja, Doki zum Beispiel ist ein äh, sehr gutes Design. Und das sind aber die Originaldesigns designs von Polybar selber, vom Entwickler von Polybar. Und äh, auch hier stehen dann natürlich alle Türen und Wege offen, das halt zu walten und zu gestalten, wie du das denn gerne möchtest. Du kannst alles das natürlich auch selber forken einfach hier auf fork gehen also registrierst du einfach hier einen GitLab Account und dann kannst du auf fork gehen und dann wird im Prinzip das gesamte Repository in deinen eigenen Benutzeraccount rüber kopiert und dann kannst du diese ganzen Skripte für dich abändern. Und äh, so abändern, dass sie äh, quasi schon auf dich abgestimmt sind, dass die für dich auch passen. So dass du dann zukünftig mal eben auf die schnellen in Arch installieren kannst. Hier ist auch nochmal der Fork von Hermano Ferrari. Hier sieht man das Ganze. Da gehen wir jetzt auch nochmal drauf. So, hier ist dann Arch Install Basic Public. Äh, das ist äh, ja wie du siehst, ist im Prinzip genau dasselbe, alles ein bisschen mehr äh, gekürzt. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Base UEFI, ja, das ist das Ganze ein bisschen rudimentärer gehalten, nicht ganz so äh, krass, aber im Großen und Ganzen quasi dasselbe. Und wenn du Hermano Ferrari vielleicht noch nicht kennst, Hermano Ferrari hat einen eigenen YouTube-Kanal, EF Linux, den kann ich wärmstens empfehlen, den mal zu abonnieren, denn Hermano, äh, der... Kommt aus der Schweiz, macht englischsprachigen Content zwar ist aber trotzdem sehr, sehr leicht verständlich und äh, jeden Monat installiert er im Prinzip eine Arch-Distribution komplett. Der hat also sein äh, Arch Linux Monthly Install. Hier haben wir März zum Beispiel und hier äh, April. Und er installiert das dann immer mal anders. Hier im März hat er das Ganze mit BSPWM, ZRAM, KDE und Timeshift installiert. Dann äh, hat er hier im April ButterFS mit Encryption, mit System boot Stelle von Grab, auch ZRAM, KDE und Timeshift. Hier hat er dann Timeshift mal erklärt, hier hat er auch Fedora 36 mal vorgestellt. Also ist ein ziemlich spannender Kanal, kann ich wärmstens empfehlen. Ja, und Ermano hat eben dieses äh, Basic Install Script äh, quasi geschrieben und er hat hier noch ein paar andere. Sachen drauf wie zum Beispiel ein i3 Fenstermanager, Polybar hat er noch mal Xmonad, Openbox, Nextcloud und so weiter und so fort auch KVM. Also es ist wirklich sehr sehr spannend seine äh, Skripte und Repositories kann ich wirklich wärmstens empfehlen da einfach mal einen Blick reinzuwerfen und das einfach mal auszuprobieren. Äh, alle Links. Zu dem Repository und so weiter sind in der Videobeschreibung auch nochmal der Link in den Matrix Space, um falls du dann Fragen hast zum Ausprobieren, zum Berichten, zum Mitmachen und so weiter, würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video.